Hunderte von Kindern konnten im Rahmen eines neuen Projekts die Aufführung des Deutschen Bühne Ungarn der Kaisers neue Kleider sehen. Die Präsentation war überwiegend in deutscher Sprache, das heißt, das Ziel der Initiative ist, den Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen. An der Aufführung nahmen Grundschüler und Kindergartenkinder aus der Umgebung teil. Das heutige Programm ist ein Teil des kompletten Projekts Theaterspaßprojekts. Die IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen in Deutschland, hat dieses Projekt ausgeschrieben. Wir haben uns beworben mit diesem Projekt und haben die Möglichkeit bekommen, es zu finanzieren. Das Auswärtige Amt in Deutschland finanziert das komplette Projekt. Es sind insgesamt 22 Vorstellungen. Dieses heute ist eine. Wir haben für die Kindergartenkinder unterschiedliche Programme, unterschiedliche Theaterkünstler, zum Beispiel Ildiko Frank mit ihren Koffermärchen, die Frau Holle spielt und den Froschkönig spielt. Ja, und nächste Woche werden wir das Zaubermusikensemble haben und sie haben ein ganz spezielles Adventprogramm. Wir spielen für die Kindergartenkinder auch in Soig, dann kommen die Kindergartenkinder aus Bobotz nach Soig und die Kinder aus Sedeking aus dem Kindergarten dort zusammengefasst. Und den zweiten Teil spielen wir dann in Töttösch und dann kommen die Kinder aus Großnachrad dazu. Für das Programm sorgte das Deutsche Bühne Ungarn. Für das junge Publikum wurde das bekannte Märchen Der Kaisers neue Kleider auf die Bühne gebracht. Wir haben dieses Stück ausgewählt, einerseits, weil das ein großer Traum des Regisseurs war, dieses Stück einmal zu inszenieren. Und andererseits suchen wir immer ein Stück für die Kinder, das kindgerecht aktuelle gesellschaftliche Themen bearbeitet. Dass man den Kindern spielerisch ein gesellschaftliches Phänomen erklären kann. Und dafür war dieses Stück ideal. Das ist das Stück Des Kaisers neue Kleider. Es geht um einen Kaiser, der sehr eingebildet ist, der immer die neuesten Klamotten, die neueste Mode haben möchte und sich eigentlich nicht so für seinen Beruf als Kaiser interessiert. Und das hören zwei Betrüger, dass er wieder das allerneueste Outfit sucht und sie beschließen, den Kaiser reinzulegen und ihm Kleider zu schneidern, die nur diejenigen sehen können, die klug genug sind, um ihren Beruf auszuüben. Und natürlich gibt es so einen Stoff nicht, das ist klar. Und es ist sehr interessant, wie das Volk darauf reagiert. Und es ist noch interessanter zu hören und zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren und was die Kinder sagen, ob sie es nachvollzogen haben, warum die Erwachsenen eigentlich die Wahrheit nicht aussprechen und ist es in dem Fall wichtig, die Wahrheit zu sagen oder nicht zu sagen. Und was passiert in dem Moment, wo es das Kind ausspricht, dass der Kaiser ja eigentlich nichts anhat? Ich spiele, wie man vielleicht erkennen kann, den Kaiser. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 Wochen probiert. Es war ganz interessant, weil unserem Regisseur haben alle Textversionen, die wir gefunden haben oder im Vorfeld gesucht haben, nicht gefallen. Dann hat er beschlossen, er schreibt eine eigene. Und dann haben wir sehr viel probiert und sehr viel damit ausprobiert und viel geändert oder dazugenommen oder wieder weggelassen. Das heißt, es war ein ganz eigener Entstehungsprozess. Das war die erste Produktion, das Kinderstück. Und jetzt bereiten wir gerade ein Klassenzimmerstück vor, also für Jugendliche von 15 bis 19. Und in einer Abendproduktion, da habe ich von einem Kollegen die Rolle übernommen. Die konnten wir leider noch nicht so häufig spielen. Also, ja, ich bin momentan sehr viel in Kinderstücken unterwegs. In einem Workshop an der Aufführung wird gemeinsam mit den Kindern über das Stück und den Lehrer gesprochen, natürlich auf Deutsch. Unsere Stücke, vor allem die Kinderstücke, bereiten wir vor und nach. Das heißt, wir haben theaterpädagogische Workshops, in denen wir in die Schule oder in den Kindergarten fahren und dort spielerisch ein Stück vorbereiten, nachbereiten, damit die Kinder auch etwas mitnehmen. Wir möchten nicht, dass die Kinder einfach nur ins Theater kommen, um Theater zu sehen, sondern das Theater ist ja doch dafür da, dass man sich eigene Gedanken macht und lernt, seine eigenen Gedanken auszudrücken. Für Des Kaisers neue Kleider bieten wir ein Nachgespräch an, also 60 Minuten Stück und dann nochmal 20 bis 30 Minuten Gespräch, in denen ich von den Kindern wissen möchte, was sie davon mitnehmen. Es geht nicht darum, Wissen abzufragen, wie viel hast du sprachlich verstanden. Auf gar keinen Fall. Wir sind nicht in der Schule, sondern was nimmst du davon mit? Was lernst du vielleicht daraus? Hast du vielleicht eine Idee, warum wir dir das gezeigt haben, dieses Stück? Und die Kinder geben uns
sehr interessante Rückmeldung und auch wichtige Rückmeldung, damit wir unsere Arbeit auch besser machen können und uns dem anpassen können, was Kinder und Jugendliche interessiert. Mit solchen und ähnlichen Angeboten sollen Kindern schon früh die Sprache Deutsch spielerisch näher gebracht werden. In Zukunft wird dies bei eigentlicher Sprachenlernen helfen und die Kleinen werden keine Angst haben, eine Fremdsprache zu sprechen.